Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic. Ich dachte mir, ich mache jetzt gleich hier weiter. Matt habe ich schon geholt. Weil wir können, soweit ich weiß, mit Xardas auch sprechen, bezüglich des zweiten Kapitels. Und vielleicht hat er ja was Neues zum Handeln, was Interessantes. Oder eine neue Gesprächsoption oder eine Robe oder keine Ahnung. Weil er ist ja wahrscheinlich dann unser Magielehrer für den gildenlosen Weg. I don't know. We will see. Aber ich dachte mir, da nehme ich euch jetzt auch noch mit. Hey, du. Wegen des belästige mich. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Wir machen weit. Okay. Doch nicht. Natürlich. Die Kreise symbolisieren deinen Anteil an der magischen Macht. Sie stehen für Wissen, Begabung und für das Erlernen neuer Zaubersprüche. Du wirst jeden Kreis durchlaufen, bis du in den nächsten aufgenommen werden kannst. Es erfordert viele Lernstunden und es bedarf hoher Erfahrung, willst du die höheren Kreise erreichen. Doch die Mühe, sie zu erlernen, wird jedes Mal mit neuen, machtvollen Zaubern belohnt. Die Kreise der Magie sind aber noch mehr als das. Sie sind ein Teil deines Lebens. Sie werden dich immer begleiten. Mache sie zu einem Teil von dir. Ihre Macht zu verstehen, bedeutet, deine eigene Macht zu erkennen. Lehre mich den ersten Kreis 5 LP. Ich kann dir. Magische Kraft. Ja. Lass uns. Okay, was hast du? Die magische Kraft des Trägers regeneriert. LOL. Mana-Regeneration. Echt wirklich, dass ich jetzt kein Magier spiele. Vor allem, du bist für den Anfang auch richtig stark. Ich habe schon so viele Sachen entdeckt, wo Bonus für Mana drauf ist. Sag mal, das sind doch neue Bücher. Ich hätte mir aufschreiben sollen, was ich schon gelesen habe und was nicht. Oder ich hätte sie ihm nicht wieder zurückverkaufen sollen. Das war, glaube ich, mein Problem. Nicht. Ich glaube, in den Mods verkauften sorgen die dafür, dass die Händler weniger Eisblock verkaufen, weil Eisblock ist schon geil. 5 LP für den ersten Kreis der Magie ist eigentlich ultra worth, weil der erste Kreis bringt schon ein paar Zauber, die du mal so verwenden kannst, und 5 LP ist nichts. Das ist eigentlich nicht schlecht. Naja. Ein Großbauer. So. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Hodges? Hey, du. Ich wundere mich über gar nicht. Danke für den Rohstahl. Womit denn? Hey, ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Bring so lange. Okay, mal schauen, ob er irgendwas Neues dazu sagt. Kann ja nicht ewig so weitergehen. Irgendwann musste es ja sein. Du das meinst du, mir geht es besser? Das ist wirklich nicht mein Problem. Gibt's bei dir irgendwas Neues? Ich kann dich im Umgang. Ich verschwende meine. Kampf mit zwei Waffen. Stimmt. Da war was. Menschen getötet 37. Monster getötet 668. Shit. Da habe ich jetzt ein bisschen zu spät drauf geguckt, sonst wäre es 666. Na gut. Lass uns zuerst den Wald säubern, oder? Bevor wir, wenn ich euch jetzt schon hier dabei habe. Okay. Dann schaffen wir wahrscheinlich sogar noch ein Level ab. Dann kann ich mir Schildparade holen oder Kampf mit zwei Waffen. Ich weiß nicht, was geiler sein wird, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, ihr bräuchtet auch langsam mal wieder bessere Waffen, ha? Paladinschwert. Nee, das passt schon, was ihr gerade tragt. Wenn, dann müsste ich euch schnell was. Ich könnte euch schnell was schmieden. Nee. Einen besseren Stab habe ich eh nicht. Und sie soll Stäbe tragen, zum Beispiel. So, dieses kleine Waldschrotlager wird halt interessant.
Wir müssten jetzt hier sein irgendwo. Da. Drei Stück. Der Best Case wäre es wieder dasselbe wie immer. Ihr macht den platt. Vorwärts. Du hast es so gewollt. Okay, das hat nicht funktioniert. Greift mich an. Oh no. Ja. Das dachte ich mir schon. Anscheinend bin ich nicht durch die Rüstung gekommen, maybe. Dann nehme ich kurz Eispfeil. Wir greifen an. Mach den Krieger platt, bitte. Wieso auch immer der nicht von mir ablässt. Jetzt. Aua. Genau, jetzt helfen wir bei dem. Gut gemacht. Sehr ein Drecksvieh weniger. Jetzt haben wir da hinten noch den schon mal. Jetzt, wo nee, du bei nee, mir bist. Matt. Falscher Zeitpunkt. Warte, ich mach's einfach so, dass ich herumgehe. Ihr werdet den dann schon mit angreifen. Oh, der Schaman überlebt nicht viel. Okay, der Schaman überlebt nicht viel. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Okay, da hatte ich gerade absolutes Pech mit den Crits. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Sehr gut. No! Alter, das kann doch jetzt nicht so schwer sein, dass ich den kill, oder? Gut gemacht. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Das kann doch jetzt wohl nicht so schwer sein, den zu erledigen. Hey. Unangenehm. Warte mal, war das nicht... Ich probier's. Ich hab's nicht hundertprozentig im Kopf. Ich glaube, ich muss erst... Okay, ich muss erst das Buch dazu gelesen haben. Oder das Schriftstück, wie auch immer. Matt hat jetzt übrigens tatsächlich seinen Bogen an, wegen der Stufe, die wir gestiegen sind. Ring der Kraft. Theoretisch. Nee, es reicht nicht ganz. 86. Wenn ich den anderen Ring noch anziehe, sind es 89. Reicht noch nicht ganz. Dann könnte ich die Rubinklinge anziehen.
Mit der ganzen ergaunerten Stärke. Sollen wir da runtergehen? Glaubt ihr, das schaffe ich mit denen? Im Schlepptau? Ich meine, das ist eine Menge EP, wenn wir das schaffen. Matt, ich weiß, das ist ein Friedhof, aber du musst trotzdem deinen Mann stehen. Keine Ahnung, ob ihr euch im Zweifel mit rein teleportiert. Ist schon unten? Nee. Nee, die ist draußen irgendwo. Ich muss schauen, dass ich es irgendwie schaffe, dass ich sie rein teleportiere. Krypta. Wir greifen an. Okay, bis auf Matt sind alle hier. Nein. Tja, wie kriege ich... Oh, okay, Matt hat sich gerade hier teleportiert. Wollte gerade sagen, wie kriege ich Matt hier drin? Vorwärts. Er zieht halt seinen Bogen. Bei Skeletten ist das nicht so klug. Vor allem, wenn er dann auch noch daneben schießt. Ist viel weniger. Wir greifen an. Triffst du überhaupt? Ja. Macht aber halt wahrscheinlich 5 Damage. Okay. Tschüss, Kricknasch. Vorwärts. Hast du so viel Damage genommen? Nee, eigentlich. Also hier zumindest noch nicht. Da hat er jetzt einen Hit genommen. Was nicht viel Damage ist. Vorwärts. Gut gemacht. Ein Drecks viel weniger. Okay, und jetzt ist die Frage. Schaffen wir das? Ich habe das Beschwörungsgeräusch gehört, aber es war noch nichts. Oh mein Gott, sind das viele! Vergiss es. Auch wenn das nur niedere Skelette sind. Alter, mache ich viel Damage an denen. Ich glaube, actually, das ist schaffbar. Ich mache echt viel Schaden an den niederen Skeletten. Gut gemacht. Ein Drecks viel weniger. Wo ist Tora? Na, wo bleiben sie? Da. Naja, es sind zu viele. Ich habe die großen Skelette nicht wirklich bemerkt. Mm-mm. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Vor allem Tora ist auch nicht mal hier. Jetzt ist sie hier. Hm, ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Oh, ich habe den falschen Speicher geladen. Deswegen war sie auch hier. Gut gemacht. Ein Drecks viel weniger. Das ist Matt. Ja, keine Ahnung, wo sie schon wieder ist. Nee, 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 das schaffen wir auf jeden Fall nicht. Ach, da ist sie. Okay. Sollen wir es nochmal mit ihr zusammen probieren? Komm, Kricknasch kriegt eine Heilung. Ansonsten ist okay.
Schwarzes Erz. Wir probieren es noch einmal. Aber ich sehe da ehrlich gesagt schwarz. Weil ich die großen Skelette nicht gesehen habe. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich glaub's nicht. Nein. Also zugegeben, wir sind jetzt echt am Arsch, außer Tora. Puh. Aber der Kampf lief auch echt gut. Der Magier hat erstmal nichts gemacht. Der Magier hat erstmal nichts gemacht. Ich habe zwei niedere Skelette getötet, bevor der Kampf überhaupt wirklich begonnen hat. Oh, jetzt hätte ich Bock, die anderen auch noch zu probieren, aber das... Wenn es jedes Mal so ein Gebäsch ist, da habe ich nicht mehr genug Tränke dafür dabei. Ne. Ne. Leider nicht. Da müssen wir ein andermal wiederkommen. Ah, ich hätte jetzt aber echt Bock, das zu machen, ne? Komm, wir probieren es. Hier. Damit hast du fast volles Leben. Beziehungsweise Kriegnasch kriegt noch so einen. Fred kriegt hier auch noch so einen. Wie viel Leben hat Matt? Kommt mal mit. Okay, du brauchst auch so einen. Hier. Super, es ist ein großes Skelett, was ich da getroffen habe. Bro, ich werde hart gefokust hier gerade. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Hilfe! Blade ist tot. Der Kampf war suboptimal. Ich muss halt zwei oder drei von diesen niederen Skeletten so schnell wie möglich ausradieren. Das wäre der Best Case. Jetzt haben sie mich ausradiert. What the fuck? Nein. Dass ich das Quick Loot an dieser Kiste nicht machen kann, ist interessant. Dass das geblockt ist irgendwie. Ich glaube, die Gruppe ist härter als die andere. Ich glaube, hier sind mehr von diesen großen Skeletten dabei. Also vergiss es. Müssen wir ein andermal machen. Ja, leider, leider. Schade. Schade. Beziehungsweise, warte mal. Ich kann den Quicksave laden. Da habe ich sie nicht unnötig mit Heiltränken vollgepumpt.
Okay, aber das wurde schwieriger gemacht. Ist es nicht normalerweise so, dass man alle drei Truhen öffnet und dann spawnen die erst? Und selbst dann sind es weniger, die spawnen? Weiß ich nicht, als Magier oder generell, selbst als normaler Spieler, also nicht als Magier, stellst du dich einfach in die Mitte und machst dann halt einen Feuerregen. Alles tot. LOL. Ich glaube, ich mach kurz einen kleinen Abstecher zu Sagitta. Vielleicht hat die was Neues im Sortiment, das ich hier abkaufen kann. Das macht mich fertig, dass ich das echt vergessen habe mit Dexter, mit dem Banditen. Aber das ist das, was ich meine, wenn da halt immer mal eine längere Phase zwischen den Aufnahmen liegt und das auch manchmal halt dazwischen gepresst ist, also dass ich halt schnell noch das aufnehmen kann, was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, dann kann das mal vorkommen, dass man irgendwie belämmert ist. Aber es ist mir ja Gott sei Dank noch eingefallen. Fleisch, gebratenes Fleisch, Brot, Schinkensalz. Butlerfleisch und Schinken. Was heilt denn mehr? Oder ist Ragout quasi der Überbegriff und die heilen alle das gleiche? Nee, es gibt einen Unterschied. Fleischeintopf 50, Fleischragout 80, Pilzragout 60. Ich glaube aber, dass das preiswerteste ist. Weil Brot habe ich, glaube ich, auch nicht viel. Doch, Brot habe ich genug, vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Das ist der Schinken, ist der Bottleneck. Wie starke Tränke her damit. So. Was kann ich an der Suppe herstellen? Eintopf könnte ich theoretisch auch ein bisschen machen. Brauche ich nur Wasser dafür. Einfach hübsch. Ein bisschen Käse, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Salz und ich kriegte einen Topf. Suppe. Minecrawler-Zangensuppe. Stellen wir hier ein bisschen Fleischsuppe noch her. Sonstiges? Ach, das war das. Dunkelpilzgericht. Na gut, ich habe keinen Schinken. Ein bisschen mal Zeit für unterwegs habe ich mir hergestellt. Welche Tränke kann ich... Ach, warum eigentlich nicht? Welche war... Sag mir was... Erheben. Aufrechterhaltungszauber. Mana kosten, Max, Dauer. Keine Ahnung, was macht dieser Zauber? I don't know. Oh, Giftmischerrobe. Schutz vor Waffen 40 geschossen. Bonus auf Mana. 2000. Sag mal, hat man dir ins Hirn geschissen oder was ist da los? Die hole ich mir jetzt nicht. Das ist mir jetzt gerade zu teuer. Die Drachenwurzel nehme ich vorsichtshalber mal mit. Und Grundstücke hast du auch. Das nehme ich auch mit. Das kannst du haben. Das kannst du auch haben. Sagen. Irgendwie habe ich jetzt nicht so viel Geld, wie ich
Na gut, ich habe 28 Rohstahl. Heile. Danke. Doppelter Apfel. Pilz. Kraut. Honig. Ich glaube, da muss ich den letzten Heiltrank mal lernen. Ich habe mir jetzt ein paar kleine her, also mittlere hergestellt. Ach, das ist sie. Ich dachte, jetzt ist einfach einer von den Begleitern das daran. Macht Spaß, das macht richtig schön, Spaß mit dir. Mitnimmst. Halt dein Maul. So. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Das war keine große Sache. Zeig mir deine Ware. Was? Trockenobst. Schinken. Das hat er wirklich nicht verdient. Er hat auf die falschen Leute gehört. Salz. Ich weiß gar nicht mehr, wie man noch aufregt. Schafskäse. Den normalen Käse könnte ich dir auch abkaufen. Naja, das muss nicht sein. Ist die Milizangriffe. Genauso, wie du sagst. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das hätte er auch selbst wissen können. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Auf zu Dexter. Hätte ich nicht diesen einen Lernpunkt verschissen, hätte ich dann sogar genug Lernpunkte, den Kampf mit zwei Waffen zu lernen. Weiß halt nicht, ob der cooler ist oder Schild. Kampf mit zwei Waffen wäre eine gute Alternative statt ein, zwei Hände. Ich hoffe, ihr teleportiert euch gleich. Ja. Matt hat sich erwartet. Was ist das? Okay, jetzt speichere ich bei Let's See. Denn ich möchte die töten, ohne vorher mit denen zu reden. Beziehungsweise das, wenn ich da mitten im Lager des Geschläger anfange, das ist, glaube ich, nicht gut. Aber hier auf der Brücke ist es noch schlechter. Ich glaube, ich gehe ins Lager rein und fange da das Geschläger an. Halt! Du kannst hier nicht vorbei! Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also... Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Na, ich weiß ja nicht, ob das klug ist, hier mittendrin den Kampf anzuzetteln. Ich meine, die sollten nicht viel Schaden machen. Ah, das war's für dich, Junge. Okay, dann muss ich vorher mit ihm reden. Ich wusste nicht, dass Greg da sofort triggert. Warte mal. Hey, du. Wenn die hier draußen warten, dann fangen sie hier draußen an zu prügeln. Ich will so viele P mitnehmen, wie nur möglich. Matt, komm mal her. Du sollst tatsächlich nach Möglichkeit mit dem Bogen kämpfen. Wenn es gleich losgeht. Okay, wenn ich jetzt hier reingehe. Einfach mal kurz hier so. Zählt das schon als aus den Augen verloren? Nein. Gut, sehr gut.
Velaya. Tu doch irgendwas. Gibt's nicht einen Mod, der Velaya heißt? Ist das nicht, ist nicht Velaya die in Gothic 1 von Gomez, die Dienerin? Na du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du freiwillig hierher kommst. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Deine Visage ist da drauf. Ja, du bist ein begehrter Mann, hast du das nicht gewusst? Als ich versuchte, aus dem Minental zu entfliehen, entdeckten mich die Soldaten und trieben mich in eine Falle. Ich dachte schon, das wäre mein Ende. Aber dann tauchte plötzlich aus der Dunkelheit diese Gestalt auf. Er trug eine schwarze Robe mit Kapuze und eine Maske überm Gesicht. Und er sprach mit einer Stimme, die alles andere als menschlich war. Aber er bot mir seine Hilfe an. Er brachte mich aus dem Tal und bot mir 1000 Goldstücke für deinen Kopf. Hey, was sollte ich machen? Wenn ich abgelehnt hätte, dann hätte er mich getötet. Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten. Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. Man erzählt sich, dass du Leute aus Korinis verschleppst. Dahinter bist du also auch schon gekommen. Saubere Arbeit, kann ich da nur sagen. Ich dachte, ich hätte meine Spuren besser verwischt. Wo sind die Leute geblieben? Hier irgendwo in den Minen? Sie sind schon längst über alle Berge im Nordosten und unerreichbar für dich. Ich könnte dir zeigen, wo genau, aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Wer gab dir diesen Auftrag? Mein Boss, ein gefährlicher Mann. Du kennst ihn. Es ist Raven, einer der ehemaligen Erzbarone aus dem alten Lager im Minental. Er braucht die Leute für seine Pläne und das ist auch schon alles, was du wissen musst. Raven gefährlich? Naja. Was weißt du denn schon? Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er war damals schon ein mieses Schwein, aber heute... Er hat sich verändert, seit die Barriere gefallen ist. Ein schwarzer Schatten liegt auf seinem Gesicht. Sein scharfer Blick durchdringt dich wie die Krallen eines Greifvogels, wenn du ihm zu lange in die Augen schaust. Ich kann dir nur den einen Rat geben. Verlasse Korinis so schnell, wie du nur kannst, bevor es zu spät ist. Hier gibt es nichts für dich, nur den sicheren Tod. Und was hast du jetzt vor? Willst du mich töten? Ja, aber du hast uns alle befreit. Deshalb gebe ich dir noch eine Chance. Hau ab. Verschwinde. Mach dich unsichtbar. Geh und lauf mir nie wieder über den Weg. Ich muss wissen, wohin du die Leute verschleppt hast. Tja, kannst ja versuchen, es aus mir rauszuprügeln. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Lässt du dich hier nochmal blicken, werde ich nicht zögern, dich zu töten. Ich glaube, sobald ich ihn anspreche... Du hast es nicht... Ja. Was für dich, Junge. Tja, das war einfach. So, Dexter ist wohl erledigt, was? Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Kann ich sagen mir ständig, was ich zu tun habe. Komm mit. Lass dich von mir nicht... Komm... Tut mir nur den Gefallen und fallt nicht gleich irgendwo runter, wenn ihr gegen die noch lebenden Gegner kämpfen wollt. So wie der, der da gerade weggegangen ist. Ich hab's genau gehört, der ist irgendwo runtergefallen und gestorben. So, was ist jetzt mit Velaya? Delikate Kräuterrezept. Du bist frei. Dem hast du's gezeigt. Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Danke. Ich habe gehört, dass es im Minental Drachen geben soll. Kaum zu glauben. Komm mit. Klar, kein Problem. Die ist mit Bogen und Einhand gut. Kann ich dir was anderes anziehen?
Ich kann ihr Rüstung geben. Lass. Nice, sie hat eine Bürste im Inventar. Ich will deine Rüstung. Gut. Ah, jetzt hat sie das an, so wie ich sie kenne. Ich habe. Was könnte ich ihr denn geben? Also sie kann nicht alles tragen. Interessantes Kleid. Gib mir gut. Sieht komisch aus. Gut. Ich hab. Irgendwie sieht ihr Körper ein bisschen strange aus. Sie kriegt die leichte Lederrüstung. Okay, Ausrüstung. Ich habe den falschen Charakter anvisiert. Nein, auch dich nicht. Lass uns. Okay, du bekommst. Bekommst du den Meister? Oh, die Rüstung von Cassia wäre bestimmt bei ihr nice gewesen. Soll ich ihr den Meisterdegen geben? Sie schien. Ein Geschicklichkeitscharakter zu sein. Sie kriegt den Meisterdegen. Sie kann ihn zwar noch nicht anziehen, aber theoretisch wird sie das irgendwann können. Ich habe keine Pfeile und keinen Bogen. Okay, aber ich brauche dich gerade eh nicht. Ich brauche dich nicht. Gut. Deswegen darfst du für den Moment mal gehen. Also ich kann Dexter nicht looten. Der ist aber auch irgendwie komisch gestorben. Der liegt doch komisch da. Alter, lass es jetzt nicht wahr sein. Ah, so konnte ich ihn anvisieren. No. Es geht nicht. Okay, warte. Das müsste die Leiche. Ja. Steckbrief. Ravensbrief. Schlüssel. Und so weiter. Wer war das? Hallo? Ah. Ravensbrief. Dexter, du Mistkerl. Als ich noch Erzbaron war, warst du nicht so unzuverlässig. Wenn du es nicht schaffst, noch mehr Bürger aus der Stadt zu entführen und zu mir zu entsenden, dann werden wir bald ein handfestes Problem mit den Jungs in unserem Versteck haben. Ich brauche hier mehr Sklaven, sonst starten die Jungs hier noch eine Revolte. Und was das heißt, muss ich dir nicht sagen, oder? Ich stehe kurz davor, in den Tempel hineinzugelangen. Da kann ich mir Störungen dieser Art nicht leisten. Und noch ein Problem. Auf kurz oder lang müssen wir einen Weg über die hohen Berge im Nordosten von Korinnes finden. Die Piraten machen die Überfahrten sicher nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht mehr dafür bezahlen. Raven. Dexter hatte nur diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. Ach verdammt, das hilft mir nicht weiter. Wir hätten den Kerl nicht einfach verrecken lassen dürfen. Du weißt nicht zufällig, wie man über die Berge im Nordosten von Korinis kommt. Vielleicht durch einen unterirdischen Tunnel. Die Wassermagier studieren gerade ein Portal, das in die Berge im Nordosten führt. Was denn das für ein Blödsinn? Puh, Wassermagier. Hast du keinen besseren Plan? Skip. Nein. Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen. Ich habe einen Piraten namens Skip in der Nähe der Hafenstadt gesehen. Der Idiot! Ich habe 3 Tage dort gewartet. Warum kommt er denn jetzt erst? Wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, kann er sein blaues Wunder erleben. Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du... Der wird da nicht lange überleben. Eine Sache noch.
Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Ja. Ich hab's verstanden. Ich könnte Velaya den Feuerbogen geben. Das Blöde ist bloß, dass sie die Pfeile verbraucht. Und sehr schnell dann nicht mehr mit dem Bogen schießen könnte. Irgendeinen von euch noch nicht gelootet. Was war das? Das klang wie ein paar Dietrich Schürferklamotten. Cool. Das klang wie Velaya oder Tora, die irgendwo runterfällt. Aber bisher stand nichts von Tod da, also wird wohl noch keiner tot sein? Ah, Tora. Ja, sie ist fast tot. Wo auch immer sie runtergesprungen ist. Ich höre immer noch jemanden die ganze Zeit irgendwo runterfallen oder laufen. Was bist du denn? Erznager. What the fuck ist das denn? Pulverisiertes Erz. Matt. Manche halten mich ja für absolut falscher Zeitpunkt. Das ist sehr interessant. Sehr interessante Viecher. Sehr interessante und schwache Viecher irgendwie. So, kann ich denn... Hier gibt's nichts mehr zu holen. Okay. Ich könnte, aber hier gibt's nichts zu holen. Bin ich mal gespannt, was in der Hülle da hinten ist. Da sollten ja eigentlich Untote drin sein. Skelette. Oh, ich weiß noch, als ich in Odyssey hier war. Halleluja, war Odyssey eine genau das Odyssey. Ich höre, glaube ich, Zombies. Seid ihr alle da? Ja. Erstaunlich, wenn es eigentlich fail läuft, aber trotzdem gut. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Irgendwer kommt schon wieder nicht rein, aber das könnte an der geschlossenen Türe liegen diesmal. Hat mich ja schon gewundert, dass Tora ihre mal aufgekriegt hat. Das wird gerade verwendet. Hey, du. Von dir kriegt Nash, oder? Aber du hast keine Animation und deswegen ging's nicht. That's my bet. Oder guess, wie auch immer. Huh.
Leute, werdet mit dem Skelett fertig. Oh. Boah. Gut gemacht. Nice. War ein fairer Kampf, so auf die Menge der Leute gesehen. Gott, das sind noch mehr. Kommt mal alle her. Ich habe da auch einen Skelettmagier gesehen. Ich glaube, Kricknosch ist gleich tot. Das hat nie lang gedauert. Matt, komm mal bitte hier ganz so weit rein, wie du nur kannst, bitte. Ich verringere seine Distanz mal. Er muss hier reinkommen. Genau deswegen. Ja. Puh. Das ist der schlechteste Speicherpunkt auf dem Planeten. Und solange Kricknosch die ganze Zeit alleine vorgeht, ist das auch verlorene Posten. Gott. Ich brauch dich nicht mehr. Okay. Ja, da bin ich selber dran schuld. Ja, da bin ich selber dran schuld. Egal. Hey Leute, kommt ihr hier noch raus aus dem Spiel? Also, ich bin hier gefangen mit dem Typen da hinten, der ist eingefroren, versteht ihr? Und ich glaube, ich muss jetzt das Spiel alte führen, dann geht es glaube ich auch schon weiter, ne? Ja. Bis gleich. Ich kann nicht alte führen. Taskmanager. Töte Gothic. Hat funktioniert. Wie mache ich das jetzt am schlauesten in dieser Situation? Das ist halt das Schlimme, wenn es nur einen Schnellspeicherpunkt gibt. Also der nicht zwischen drei hin und her die ganze Zeit wechselt, sondern es einen gibt und ich habe jetzt den anderen davor überschrieben. Das heißt, ich muss jetzt diese Situation meistern, weil sonst... Also ich könnte natürlich die einfachste Variante wählen. Ich teleportiere mich jetzt einfach weg. Aber die gefällt mir nicht. Da ist schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Das ist ein Haufen Scheiße. Schafft ihr? Die Frage... Nein. Da ist schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Matt ist nicht hier. Anfliegen hören. Okay. Ich hab's aber geschafft. Jetzt muss ich da halt leider wieder hinlaufen. Oh, so ein Mist. Das will doch keiner wissen. Wo hast du das denn schon? Ich werde mich da nicht anmischen. Davon lasse ich lieber die Finger. Aber interessant, dass es am Anfang noch nicht so war. Also das war ja erst nach zwei oder dreimal Laden, dass dann quasi schon der Gott, wie heißt denn jetzt? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Der Eisblock, genau, unterwegs war. Beim ersten Versuch, als ich noch reingelaufen bin und sogar die Reichweite verringern konnte, da war es irgendwie noch nicht so.
Alfred, der fast tot ist, warum auch immer. Wahrscheinlich ist er beim Teleportieren jetzt irgendwo runtergefallen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll am schlauesten. Ich glaube, ich pull die her. Ich lasse die Leute in dem Raum vorher warten. Und ziehe die dann mit Feuerball oder so zu mir. Das wäre dann hier warten, oder? Yep. Okay. Speichern. Also, ich glaube, du musst mal einen hier. Trank trinken. Speichern. Eisfall. Wieso ist Kriegnasch der Einzige, der durchkommt? Das ist halt schon wieder sein Tod, dadurch, dass er der Einzige ist, der durchkommt. Die anderen sind komplett lost, anscheinend. Ich glaube, Thora ist irgendwo rechts, die hat den Kampf niemals gefunden. Fred ist gerade schon mir vorbeigelaufen. Der war nur kurz an ihr rauchen. Das ist ein Fiebertraum, diese ganze Veranstaltung hier. Bin echt fassungslos. Es kann doch wirklich beim besten Willen nicht sein, dass Kriegnasch der Einzige ist, der nicht komplett zurückgeblieben ist. Dass der da jedes Mal durchkommt, nur die anderen nicht. Leute, ihr lasst euch von dem Goblin vorführen. Na also, bisschen meckern, dann funktioniert's, hä? Ja, ich stacke, okay. Wir greifen an. Das war jetzt gar nicht gewollt, um ehrlich zu sein. Kriegnasch ist tot. Plan B. Ihr geht mir nämlich gehörig auf die Eier. Vor allem Kriegnasch geht mir gerade auf die Eier. Ich bin gerade überlegen, ob ich den wegschicken soll. Matt, kannst du bitte wieder... Das irgendwie nervt mich das mittlerweile, dass du tatsächlich so eine große Entfernung zu mir hast. So. Und jetzt wartet ihr hier. Also von Kriegnasch bin ich bisher mittlerweile auf jeden Fall am meisten enttäuscht. Der ist teilweise echt nur anstrengend. So, jetzt dürft ihr mir helfen. Ich
Ein Mistvieh weniger. Na, war doch gar nicht so schwer, oder? Es ist nur die Frage, wo zum Teufel das andere Skelett hin ist. Dass ich nur eins gepult habe, kann ich mir nicht vorstellen. Wo ist es denn da, Säurefluch? Blub, 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 blub. Okay. Ja gut, dann keine Ahnung, wo die anderen hin sind. Dann... Hey. Hey, du. Hey. Machen wir es doch wieder. Als hey, Team. Du. Na, wenigstens freut er sich immer, wenn ich ihn mitnehme. Okay. Vorwärts. Angriff. Keine Ahnung, wo das andere Skelett hin ist. Beim besten Willen nicht. Lebensenergie 3 ist, glaube ich, jetzt die dritte oder vierte Tafel, die ich habe. Vorwärts. Ah, da unten ist es. Ein Mist wie weniger. Hab mich schon gewundert. Das war's aber auch noch nicht. Matt ist wieder mal verwirrt. Wir greifen an. Aber Matt ist wirklich der Einzige, der kontinuierlich die größten Probleme hat irgendwie. Gut gemacht. Es zieht sich so durch. Vielleicht ist er als Untote intelligenter. Vielleicht sollte ich wirklich mal darüber nachdenken, ihm... Ja... sein Bewusstsein zu erweitern. Eschenbogen. Den könnte ich Velaya geben. Den kann sie zwar noch nicht ganz anziehen, aber es wäre eine Möglichkeit. Okay. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem ich mich von euch allen trenne. Warte mal. Ich brauch dich nicht mehr. Brauch dich nicht mehr. Standort Orlands Taverne. Und du, Marktplatz Corinnes. Okay. Ich hoffe, ihr kommt von hier alle weg, ohne dass ihr euch umbringt. War das gerade nicht von Skyrim das Zeichen an der Wand? Deswegen habe ich jetzt nochmal hingeguckt, weil ich mir irgendwie gerade gedacht habe, hä? So, jetzt ist die große Preisfrage. Lebt da drüben an dem Türmchen noch jemand? Normalerweise überleben die da drin immer. Einer. Die anderen sind wahrscheinlich alle runtergefallen. Bin mir ziemlich sicher, dass die nicht... Ja, wobei, die zwei haben es anscheinend geschafft. Nee, doch nicht. Sind alle zu Tode gesprungen. Okay. Und der hat den tiefsten Schlaf der Welt.
Feuerpfeile für die Banditen. Zutaten zur Herstellung: Alchemetisch. Pfeile, Schwefel, Pech. Der Schwefel wird zerkleinert und mit dem Pech zu einer Paste vermischt. Die Mischung wird großzügig auf die Spitze des Pfeils aufgetragen. Hier das Rezept. Am besten, ihr fertigt auf Vorrat ein paar Feuerpfeile für den Notfall an. Verstaut die Pfeile ganz oben im Turm. Ich will nicht, dass auch nur irgendjemand unsere Hütte in Brand steckt. Gezeichnet: Dexter. Damit ist der Bogen, der Feuerbogen, auch ein bisschen mehr viable, wenn man sich die jetzt selber herstellen kann. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Also mittlerweile verwende ich meine Dietriche wie ein Barbar. Ich hämmer einfach so lange auf die Tastatur ein, bis es sich von selber löst. Das Problem. Das ist, weil ich jetzt so einen Überschwall habe. Kennt ihr das? Naja. Ich beende die Folge an der Stelle jetzt auf jeden Fall. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt lerne ich direkt die Schildparade als nächstes. Guck mir an, wie die ausschaut. Und dann ist die Frage... Ich glaube, nach dem Minental habe ich 30 Lernpunkte. Oder zumindest annähernd. Dann gebe ich die jetzt nochmal aus, bevor ich ins Minental gehe. Für Maximum Power. Vielleicht nehme ich ja jetzt, wie gesagt, die Schildparade. Wenn die geil ist, das Moveset. Weil 20 Lernpunkte, wenn sie scheiße sind, ist irgendwie auch für den Arsch. Aber das sehen wir. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.